Seid mir gegrüßt, liebe Freunde des alten Rollenspiels oder auch einfach Neugierige, die ihr hier zufällig auf das Let's Play gefunden habt. Ja, wir spielen heute Lasset uns daddeln, Pillars of Eternity. Und nicht nur das Lasset uns daddeln ist eine neue Bezeichnung, nein, auch das Spiel ist brandneu. Es ist von Obsidian über Kickstarter finanziert, mit keinem geringeren Ziel als ein spiritueller Nachfolger von Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment und Co. zu sein. Also wirklich so diese Spiele alter Schule, alle in der Infinity Engine, die damals BioWare auch so berühmt gemacht haben. Und wir fangen einfach mal mit einem neuen Spiel an. Ich selbst habe das Spiel ja mitgebackt, auch wenn ich mich nicht übermäßig informiert habe. Leicht angespielt habe ich es aber trotzdem schon, da ich durch Erkältung ein bisschen außer Gefecht war und noch nicht gleich mit dem Let's Play anfangen konnte. Zur Auswahl haben wir hier 4 Schwierigkeitsgrade, wobei einfach doch ein bisschen zu viel des Guten ist. Der Pfad der Verdammten nur für die ganz Elitären. Bei schwer muss man auch etwas Werteoptimierung betreiben, und da ich lieber nicht so diese übermäßig gemaxten Charaktere habe, mache ich einfach normal, dann kann ich mir auch ein wenig Freiheit in der Attributgestaltung erlauben und muss nicht alles so machen, dass ich möglichst im Spiel das Maximum raushaule, weil das finde ich langweilig, das entspricht keinem Charakter, meiner Meinung nach. Deswegen auf normal. Zusätzlich habe ich zur Auswahl den Expertenmodus. Da werden einige Hilfsfunktionen im Spiel deaktiviert. Aber da ich gerne ein paar zusätzliche Anzeigen habe und auch noch nicht weiß, wie das System im Ganzen funktioniert, behalte ich mir diese Hilfsfunktionen lieber drin. Dann kann ich mir jederzeit ein paar Hilfen angucken, wie überhaupt was funktioniert. Das Eisenurteil ist quasi der Ironman-Modus. Wenn ich da sterbe, ist das ganze Spiel im Arsch. Will ich nicht, also lasse ich auch das raus. Fassen wir zusammen. Modus normal, weder Expertenmodus noch Eisenurteil. Und annehmen. Ja, ein wenig erkältet bin ich übrigens noch. Also sollte ich mich mal ein bisschen schneuzen oder doch mal ein Schnee verkommen, ich bitte euch das zu verzeihen. Ich wollte das unbedingt jetzt mal aufnehmen und deswegen habe ich mich trotz Resterkältung mal hier rangesetzt, um euch ein wenig das Spiel zu zeigen und auch endlich selbst mein Let's Play hier zu machen. Ja, der Ladebildschirm ist auch schon schön gestaltet mit diesem stilisierten L bei LED unten rechts und den Informationstexten. Die Entschlossenheit wirkt sich auf die Konzentration und auf die Wille und Abwehrverteidigung aus. Außerdem kann sie in Dialogen und bla und geskripteten, wie auch immer. In einer sternlosen Nacht versuchen 5 Wagen ohne Sicht nicht vom Pfad abzukommen. Der Anführer wirft immer wieder einen Blick in den Himmel, um sich abzusichern, dass er sich auf dem richtigen Kurs befindet. Eine trübe Laterne ist sein einziger Schutz gegen die aufkommende Dunkelheit. Doch der Himmel spendet kein Trost und kein Licht und verrät nicht das Mindeste seines Wissens. Die Karawane besteht aus Reisenden auf dem Weg in das kleine Grenzdorf Goldtal. Du bist einer von ihnen. Ein ansässiger Adeliger hat Siedlern von weit her Land und Wohlstand für einen Neubeginn angeboten. Du bist plötzlich erkrankt, schwitzt und zitterst, und einer der anderen Reisenden signalisiert dem Karawanenführer, deinetwegen anzuhalten. Er hält gerade rechtzeitig an, um nicht gegen einen Stumpf eines umfallenden Baumes zu fahren, der einen weiteren Weg versperrt. Heute Nacht werdet ihr nicht weiterreisen. Ja, eigentlich ist da eine englische Sprachausgabe, die ich aber deaktiviert habe, weil ich mir gedacht habe, ob ich nun eine sporadisch englische Sprachausgabe habe oder nicht. Das ist, wenn man einen deutschen Text hat, auch eigentlich Wumpe. Also lese ich das Ganze so gut wie möglich vor.
Und dadurch haben wir dann auch eine etwas weitreichendere Sprachausgabe. Ich gebe mir Mühe, das möglichst gut zu machen, kann aber natürlich nichts versprechen. Gut, gehen wir weiter nach dieser kleinen Einleitung, was überhaupt die Ausgangssituation ist, und dürfen uns einen Charakter erstellen. Männlich oder weiblich ist die erste Frage. Ich spiele zwar gerne mal weibliche Charaktere, auch weil es natürlich ein kleiner Augenschmaus ist, aber diesmal nehme ich mal meine männliche Seite und wähle Geschlecht männlich. 6 Rassen stehen zur Auswahl, hier auch mit Beschreibung und was für Boni die jeweils bekommen. Als erstes natürlich der Mensch, weit verbreitet, wie eh und je. Zwerge sollten euch wohl auch bekannt vorkommen, auch wenn es hier wohl eine sehr verbreitete Rasse ist, also nicht zu unterschätzen, sind natürlich sehr mächtig, wobei Macht hier körperliche und geistige Stärke zugleich repräsentiert, was ich schade finde, weil dafür sehen wir später bei den Attributen, dass Charisma irgendwie fehlt. Aber wie dem auch sei, Gewandtheit minus 1, Verfassung plus 1. Ja, Elfen, Gewandtheit und Wahrnehmung plus 1 sind wohl auch in der Gegend relativ gut verbreitet. Aber dann gibt es noch ein paar ungewöhnliche Rassen. Das eine wären die Aumauer. Die mächtigen Aumauer sind die größte der Rassen der Gestandenen und können gewöhnlich in oder in der Nähe von Ozeanen gefunden werden. Auch wenn nicht wirklich aquatisch, haben sie eine Affinität zu Wasser und viele ihrer Zivilisationen, wie die Rauatai, basieren auf der Herrschaft über die See. Sie sind bekannt für ihre beispielslose Stärke, haben entsprechend auch Macht plus 2. Also sehr große Rasse, sehr stark und aquatisch veranlagt. Dann gibt es noch weiter die Orlaner. Die Orlaner sind die kleinste der Rassen der Gestandenen, obwohl viele Kulturen sie überhaupt nicht als zivilisiert betrachten. Orlaner stechen auch wegen ihrer großen Ohren, ihrer zweifarbigen Haut und ihrer behaarten Körper hervor. Und man findet sie gewöhnlich in Ayaglanfad, den Ixa-Mittelebenen und Teilen des Dürrwaldes. Sie sind bekannt für ihre mentale Stärke und ihre Schnelligkeit. Ha. Ja, mentale Stärke. Auch nicht schlecht. Bei den ganzen Ortsnamen habe ich schon richtig Schiss vor den Texten, die ich noch vorzulesen habe, wenn da ständig Ortsnamen kommen und die so schwer zu lesen sind. Aber gut, machen wir mal weiter. Die Gottähnlichen. Die Gottähnlichen sind Kinder der Gestandenen, die mit körperlichen Aspekten gesegnet worden sind, die mit den Göttern assoziiert werden. Diese Aspekte können viele Formen annehmen und stehen oftmals mit mystischen Kräften in Verbindung. Die meisten Gottähnlichen haben eine ungewöhnliche Kopfform und können daher keine schützende Kopfbedeckung tragen. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Natur und ihrer Unfähigkeit, sich zu reproduzieren, werden die Gottähnlichen oftmals mit Furcht und Bewunderung betrachtet. Bedeutet also für uns keine Kopfbedeckung, aber dafür mega super heftig und so, vermutlich. Aber bei mir ist das Ganze so ein bisschen zu overpowered, so eine Gottähnlichen. Also so eine Rassen mag ich eigentlich nicht so wirklich, die jetzt zu übernatürlich daherkommen. Deswegen nehme ich jetzt erstmal Mensch. Fürs Erste kann man ja später nochmal ändern bei der Charaktererstellung. Aber nehmen wir einfach erstmal den Menschen und weiter. Ah, geht ja noch weiter. Neben den Rassen gibt es auch noch Unterrassen. Manchmal mit verschiedenen Fähigkeiten, aber hier nicht. Da haben alle Kämpfergeist. Ja, Savannenvolk. Wohl nicht so das verbreitetste. Ich mag rote Haare, ich nehme das Savannenvolk. Okay. Jetzt wird schwierig. Die Wahl der Klasse. Oh, Kämpfe, was haben wir da alles? Wie gewohnt für
diese Art Spiele haben wir einige Klassen zur Auswahl. Nehmen wir mal. Mal gucken. Barbar, typischer Kämpfer, kennt glaube ich jeder. Sänger. Für mich glaube ich gar nicht mal so schlecht, wenn der Barde einen Sänger spielen würde. Sind wohl mehr oder weniger die. Ja. Barden dieses Spiels. Diesmal als Sänger bezeichnet. Magisch. Anfängliche Fähigkeiten. Phrasengesänge. Alle Sänger können kontinuierlich Gesänge sprechen, die aus magischen Phrasen bestehen. Ah, Medium. Das sind, glaube ich, diese Pfeifer heißen die auf Englisch. Ja, die fand ich eigentlich ganz interessant, als ich mal davon gelesen habe. Medien sind im östlichen Abschnitt erst seit kurzem bekannt. Von den Glanfatanen wurden sie einst als Brisalgwin, Verstandsjäger, bezeichnet. Magie über Psyche, das ist schon. Das klingt lustig. Anfängliche Fähigkeiten, Kräfte. Medien können Verbündete und Feinde unmittelbar mit mächtigen Seeleneffekten belegen. Diese Kräfte kosten Fokus, welche die Medien durch den Einsatz ihrer Seelenpeitsche aufbauen. Okidoki. Kriegen Heimlichkeit, Wissen und Mechanik. Könnte was sein, ja. Druide ist, glaube ich, mehr oder weniger klar, wohl so ein, ja, Naturzauberer mehr oder weniger. Pflanzen, Tiere, was es nicht alles gibt. Ja, verschiedene Zauber. Kämpfer steht, glaube ich, für sich. Aber kann man ja auch mal gucken. Konstante Erholung. Aber sonst nicht wirklich sehr viel. Mönche. Überweltliches Leiden. Wenn Mönche keine Waffe ausgerüstet haben, sind ihre unbewaffneten Angriffe außergewöhnlich mächtig und ihr Schaden erhöht sich mit jedem Stufenaufstieg weiter. Haben die also nicht so viel geändert zu Baldur's Gate und Co. Der Mönch ist auch hier der waffenlose Kämpfer, wie es ausschaut. Paladin, ne, das ist irgendwie so bright and shiny pur. Will ich nicht wirklich haben. Der Priester, ja, religiöse Magie. Heiliger Glanz, ja. Kann man nehmen, tue ich aber wohl nicht. Waldläufer scheint so der typische Ranger zu sein, oder? Tierische Gefährte. Alle Waldläufer besitzen eine starke Verbindung zu einem tierischen Gefährten. Klingt auch noch gar nicht mal so schlecht. So ein tierischer Verbündeter hätte ja auch was. Schurke. Ich glaube, das spricht auch irgendwie für sich, ja. Schleichangriff. Aha. Waffenangriffe des Schurken im Fern- und Nahkampf um einen Bonusschaden. Und natürlich der Zauberer, das. Zauberer müssen sein. Ja, das schaut aus, als wenn Zauberer einfach Zauberer wären, wie man sie kennt. Ah gut, ich bin am Überlegen zwischen Sänger und Medium. Sänger passt natürlich eigentlich wunderbar zu mir. Aber ich bin auch fett. Beschwörungen? Beschwörungen. Mächtige magische Effekte, die Sänger auslösen können, wenn sie durch ihre Gesänge die benötigte Anzahl an Phrasen gesprochen haben. Okay. Medium. Bah, ich hasse das. Immer die Auswahl. Uff, die Duff. Welche Klasse nehmen? Immer wieder schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich bleibe einfach mal bei Medium.
kann man, glaube ich, nicht so viel falsch mitmachen. Juhu, Kräfte! Was haben wir denn da so Schönes? Feld der Abneigung. Erzeugt eine giftige physikalische Manifestation der gegenseitigen Antipathie zwischen dem Medium und dem feindlichen Ziel. Jeder, der zwischen die beiden gerät, erleidet Korrosionsschaden. Rostet der oder wie? Feinstrahl. Zwischen Medium und feindlichem Ziel klingt ganz interessant. Augenschlag elektrisiert die visuellen Rezeptoren eines Feindes, wodurch dieser benommen und geblendet wird, wie auch Ziele in der Nähe geblendet werden. Was macht geblendet? Ja. Genauigkeit wird für alle Quellen um 25 reduziert. Wahrnehmung wird um 4 reduziert, Bewegung wird um 2 reduziert, Reflex und Abwehr um 20. Boah, klingt gar nicht mal so schlecht. Tapferkeit. Ja, wie ihr seht, es gibt hier so einiges. Genauigkeit. Oh, wodurch wird Genauigkeit dann? Oh, wo steht das denn? Na gut, Genauigkeit. Aber mal weiter im Kontext hier. Die Psychowelle. Das Ziel wird zum Objekt einer erschütternden Explosion psychischer Energie und erleidet Wundschaden durch das Trauma. Charaktere in einem kegelförmigen Bereich hinter dem Ziel, denen ein Tapferkeitstest misslingt, werden von Explosion niedergeschlagen. Oh, mal sehen. Ja, 10 bis 19 hält sich. Aber niedergeschlagen ist auch, glaube ich, mal nicht so schlecht. Ah. Seelenschock. Verwandelt die äußere Hülle eines verbündeten Ziels vorübergehend in Energie und sondert einen Stromumschlag ab. Charaktere, die um das Ziel herumstehen, erleiden Elektroschockschaden. Oi. 23 bis 31. Holla die Waldvieh, ich glaube. Den nehmen wir erstmal. Schwächlicher Griff. Erschüttert den Sinn des Ziels für die Realität, wodurch es verängstigt und verwirrt wird. Beidermaßen sogar. Aha. Ah. Verwirrt? Ich bin verwirrt. Ah. Achso, nur drüber. Ein verwehrtes Ziel führt alle 6 Sekunden eine der folgenden Handlungen aus. Normalverhalten, einen Verbündeten angreifen oder eine zufällige Richtung gehen oder nichts tun. Tja, sehr schön. Verwehrtheit hat auch was. Betrügerisches Geflüster. Flößt einem Feind ein quälendes Geheimnis ein, worunter sein Gehorsam leidet und er für die Dauer bezaubert wird. Bezaubert. Ein bezaubertes Ziel kämpft mit verringerter Wirksamkeit für den Feind. Geschwindigkeit, Genauigkeit und alle Verteidigungen werden um 25 reduziert. Bezaubert ist exklusiv. Das heißt, ein Charakter kann nie mit mehr als einem Bezaubert-Effekt gleichzeitig belegt sein. Ein neuer Effekt hebt einen bestehenden Effekt auf. Okay. Nee, was war hier nochmal? Das war die Korrosion. Geblendet und benommen. Eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich brauche auch noch hier. Genau, das war das mit dem kegelförmigen Bereich dahinter auch noch. Ich glaube, das locke ich mal so ein. Attribute, ja. Bevor ich mich um die Attribute kümmere, beende ich einfach mal diesen ersten Teil. Und wir sehen uns dann weiter, wenn es wieder heißt, lasset uns daddeln, Pillars of Eternity. Bis dahin verabschiedet sich euer schniefender Bade. Bis dann. Ciao.